Hallo Welt, hier ist der Ormus von MagicBlocks.de. Jetzt kommt die erste Runde vom Cast Draft. Mein Deck habe ich euch schon gezeigt. Ich sitze rechts, der Ormus. Links sitzt der Fabian, mein Gegner. Keine Ahnung, was er gedraftet hat. Wir legen los. Unsere 7 schauen wir uns an. Wir erinnern uns, ich habe ein sehr fluglastiges Deck. In der Hoffnung, dass es einfach so viel Evasion hat, um das Spiel zu gewinnen. So, sind wir beide unzufrieden, nehmen wir einen Mulligan. Schneide ich euch raus aus dem Video. So, weiter geht's mit den 6 Karten. Ich bin mit der Kurve von meinem Deck eigentlich ganz zufrieden. Das heißt, ich habe jetzt nicht so die Riesenangst vor einem Mulligan, die ist recht niedrig, meine Kurve. So, jetzt entscheiden wir uns beide für einen Keep. Und fangen mit 6 Karten die Runde an. Hin und wieder gibt es ein paar Sprünge im Video. Ich schneide ein paar Judge Calls und Regelfragen raus. Nicht wundern. Geht alles mit rechten Dingen zu. So, da kommt auch schon das erste Play. Die Knights of Susi gehen per Suspend ins Exil. Kommen dann wieder flanking fliegend. Das heißt, alle Kreaturen ohne Flanking, die diese Kreatur blocken, bekommen minus 1 bis zum Ende des Zuges. Bei mir kommt eine Insel und ein Go. Fabian nimmt die Karte. Kommt Meridians Core. Kann man aufladen mit Countern und immer wenn man einen Counter runternimmt, kann man Mana beliebiger Farbe machen. Das fixt das mal ganz nett. Der packt auch gleich eine Marke drauf. Hat aber auch noch einen Mana Play. Das sind die Samit Sensor Bureau. Er kann sie für weiß opfern, für ein weißes opfern und an allen seinen Kreaturen den nächsten einen Schaden verhindern. Utility-Kreatur, bei mir kommt die Ebene zur Insel und wieder ein Go. Die Knights im Exil verlieren eine von den Zeitmarken. Da kommt das dritte Land beim Fabian. Und ein Play für 3. Chromatische Laterne, noch mehr Fixing. Ab jetzt machen alle seine Länder sowieso Mana beliebiger Farbe. Und selbst macht es auch noch Mana beliebiger Farbe. Das heißt, Farb- oder Mana-Probleme sollte der Fabian ja nicht mehr haben. Ich werde angegriffen für 1. Gehe auf 19. Und bekomme den Zug. So. Da kommt wieder ein Land. Und wieder ein Go. Ich spiele zwar nicht wirklich ein kontrolllastiges Deck, ich habe auch einige 2-Drops drin. Bisschen schade, dass keiner vorbeischaut. Fabian hat ja da schon so einige Permanents auf dem Board. Genau, die Knights kommen jetzt aus dem Suspend. Haben ja Eile dann in dem Zug. Das heißt, er kann auch mit ihnen gleich angreifen. Für 3 Mana, sie haben ja alle beliebige Farbe, er sagt es auch an. 4. Kommt der Angriffszeppelin. 3-3 fliegend Trampelschaden. Jo, das Board sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ich werde auch gleich direkt mal angegriffen. Muss 3 nehmen, gehe auf 16. Das ist eine Menge Permanents im Gegensatz zu meinen 3. Ich ziehe. Spiele ein Land. Und traditionell habe ich ein Go. Also so richtig spektakulär entwickelt sich bei mir nichts. Ich habe allerdings zugegeben jetzt ein Play auf der Hand.
Aber wir werden uns häufiger die Karten lesen sehen, dadurch, dass es ein Chaos-Draft war mit vielen Editionen. Sind auch so einige Editionen dabei, wo wir noch nicht gespielt haben. Ja, zum Beispiel in Mirrodins Chor eine Marke draufzulegen, ist mit der chromatischen Laterne eigentlich unnötig. Ich werde angegriffen mit allen. Ich flashe den nephalischen Seemilan rein. Aufblitzen, 2-3 fliegend. Der macht mal den Chump-Blocker gegen den Zeppelin. Kommt kein Trampelschaden durch, aber der Seemilan fällt vom Himmel ab in den Friedhof. Und 3 Schaden bekomme ich trotzdem noch. Hier gibt es ein paar Regeldiskussionen. Das Ganze war ein recht entspannter Draft, also seht uns die eine oder andere Aktion nach. Ich bin also auf 13. Und bekomme den Zug. Im Moment verpasse ich keine Landdrops. Da kommt der Splash für Schwarz. Und ich spiele. Da ist er. Den zusammengenähten Skerda. Da muss ich noch eine Kreatur aus dem Friedhof ins Exil schicken. Dann ist er Fliegen 3-4. Das ist ja mal eine Ansage bei dem Board. Endlich bin ich auch mal dabei. Und habe dann ein Go. So, Fabian enttappt und zieht. Nebenbei bemerkt, abonniert den Kanal. Es wird immer mehr Videos hier geben. Auch in dieser Art. Ich habe eine Menge vor. Schaut immer wieder vorbei. Fabian spielt für 3 Mana. Den Mentor der Sanften, Mentor of the Meek. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter seiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann er Mana bezahlen und eine Karte ziehen. Keine schlechte Karte. Wird auch direkt ausgenutzt. Da muss er kurz nochmal prüfen. Aber das funktioniert schon. Der Kriegspriester von Thun muss ja keine Verzauberung zerstören, er kann nur. Kommt ins Spiel, bezahlt das Mana, zieht eine Karte. Das ist natürlich schon ein Kartenvorteil, der jetzt hier entsteht. So, dann überlegt er sich seine Attacks. Die sind nicht wirklich gut im Moment. Irgendwas würde in dem Skeada sterben. Deswegen bekomme ich das Go. Kann man drüber diskutieren, vielleicht muss man hier auch Aggro weiterspielen. Er entscheidet sich dagegen, möchte es kontrolliger spielen, hat ja auch eine Draw Engine am Start. Mit dem Mentor of the Meek. Bei mir sind es jetzt 6 Mana auf der Seite. Die nutze ich auch direkt komplett aus. Stimme der Provinzen 3-3, fliegender Engel bringt einen 1-1 Mensch-Kreaturstein mit ins Spiel. Das ist der Würfel da. Ich vergesse immer wieder die Tokens einzupacken. Ich gebe den Zug ab. Mein Board sieht ja jetzt ein bisschen besser aus. Fabian zieht. Ja, wir können auf seiner Hand schnell ahnen, was uns demnächst erwartet. Ich nehme es mal nicht vorweg. So, dann kommt erstmal der Recker aus Traben. Mach, sagen wir halt 2-1. Und wieder zieht der Mentor auf dem Meek eine Karte. Ein Land, was direkt gelegt wird. Und der Zug wird abgegeben. Er greift also wieder nicht an. Inzwischen ist das Board ja auch noch schlechter für ihn geworden. So. Schauen wir mal, was mir als nächstes einfällt. Zwei Mana, Blade of the Six Pride, 3-1, Katzenrebell im alternativen Frame. Tatsächlich fliegt mal was nicht.
Aber ich denke, von den Statistiken her kann man den Mieze-Katze schon spielen. Die bedroht ja auch ziemlich alles bei ihm im Jump Block. Fabian zieht und geht dann all in mit allen Kreaturen. Auch mit dem Recken, das wird mich ein bisschen verwirren, weil ich den kurz übersehe. Also ich sag da mal Blocks an. Ich muss immer einrechnen, dass er den weißen einen Drop opfern kann für ein weißes Mana und an allen einen Schaden verhindert. So, auch die Stimme der Provinzen kann sich mit dem Kriegspriester anlegen. So, und jetzt fällt mir noch auf, dass der Recke ja auch mit angreifen kann oder angegriffen hat. Der hat nämlich Wachsamkeit. Der tarnt sich da am unteren Bildrand. Ich habe noch einen Token 1-1 Mensch, der nicht angesagt ist als Blocker. Ich bin da also noch einmal überlegen. Eigentlich ist aber, glaube ich, recht offensichtlich. Denn es ist ja ein quasi kostenloser Block, den 1-1 One-Drop zu blocken, wo er den Schaden verhindern kann. Entweder tauschen die beiden ab, Token und ich weiß gar nicht, was das für ein Kreaturtyp bei ihm ist. Oder er opfert ihn, dann behalte ich sogar meinen Menschen. Den zu opfern hilft nicht mal so arg viel. Der Zeppelit überlebt, aber an den restlichen Blocks ändert das gar nichts. Meine überleben, seine sterben. Bis auf die Mietskatze. Die ist sowieso dem Tode geweiht. Ja, und jetzt macht er genau das. Er opfert den Sensor Bearer. Verhindert an allen einen Schaden. Ich bekomme meinen Token wieder. Mentor und Kriegspriester sterben. Und ja, meine Mieze-Katze stirbt auch. Das fällt uns ein bisschen später auf, insbesondere mir. Nicht wundern, die verschwindet gleich noch, bevor es relevant wird. Ich bekomme aber trotzdem noch einiges an Schaden. 4 Stück. Von den ungeblockten Kreaturen. Fabian möchte was spielen. Und zwar mühsam erkämpfter Ruhm. Er bekommt ein Leben für alle getappten Artefakte, Kreaturen und Länder. Also quasi alles, was bei ihm getappt ist. Da möchte ich reagieren. Und in Reaktion darauf spiele ich aus der aktuellen Edition den Executioner Swing. Hieb des Vollstreckers. Eine Kreatur, die Schaden gemacht hat. Das wäre der Zeppelit. Bekommt minus 5, minus 5. Das sorgt dafür, dass Fabian ein Leben weniger kriegt und ich hätte den Zeppelin sowieso abgestellt. Also warum nicht direkt machen? 7 getappte Permanents sind das. Geht also auf 27. Keine ganz schlechte Nummer, das Ding. Und dann ist mein Zug. Jetzt sieht das Board natürlich schon etwas besser für mich aus. Ja, die Mieze-Katze ist noch da, die Plate of Six Pride, aber gleich merken wir, dass der gestorben ist im Block gegen den Mentor of the Meek. Nicht verwirren lassen von unseren Misplays. Insbesondere meinen in dem Fall. Genau. Der gehört dahin. So, rein powertechnisch bin ich jetzt natürlich vorne auf dem Board. Lebenstechnisch sieht es ein bisschen anders aus, aber die neuen Schaden sind nicht ganz so leicht für ihn durchzukriegen. Ich greife an. Für 6. Damit geht er auf 21. Und ich habe Nachschub fürs Board. Oh, doch nicht.
wo ich doch so ziemlich alles spielen kann. Ich bin einfach guter Hoffnung, dass er jetzt hier keine großen Tricks hat, um mir neuen Schaden auf einmal zu erzeugen. Für den Recken aus Traben habe ich nur einen Blocker im Boden, der momentan sogar mit ihm abtauscht. Er spielt eine Verzauberung, Abmilderungsabkommen. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, getappt wird, kommt eine Marke darauf. Und er kann Marken runternehmen und Schaden an sich dem Spieler verhindern, nicht an Kreaturen. Das heißt, alles, was bei mir angreift, sollte vorne eine 2 haben, sonst ist das relativ nutzlos. Und insbesondere sollte auch alles durchkommen. Die Knight of Sozi greifen an. Das sind die Kollegen mit Suspend und Flanking, wir erinnern uns. Und die verlaufen sich gänzlich. Lege eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, oben auf die Bibliothek. Nein, ich will nicht versuchen, Flip Flip auszusprechen. Wie immer der ausgesprochen wird, der Junge, der da drauf ist. Unser glubschäugiger Kollege. Ja, da weiß ich halt, was er nachher zieht. Ich greife wieder an für 6. Habe ja jetzt nichts zu befürchten. Deck ist quasi mono-white, kann aber alles erzeugen, zum Beispiel auch ein grünes für einen Nebel. Dann ist der Kampfschaden komplett verhindert. Damit habe ich schwerlich rechnen können. Auf so einem quasi mono-weißen Deck. Ich springe den Krähenschwarm, einen Ankamen aus Innistrad, fliegend. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, kann ich eine Karte ziehen und eine Karte abwerfen. Quasi looten. Relativ mächtiger Effekt auf einem 4-4 Flieger. Das weiß zu gefallen. Die Knight of Sozi kommen wieder. Da sind sie nochmal. So, jetzt fällt uns auf, wir haben vorhin vergessen, die Marken auf das Abkommen zu legen, als ich mit zwei Kreaturen angegriffen habe. Das ist aber kein May. Deswegen holen wir das einfach nach. Da kommen die zwei Marken drauf. Mein Zug. Nicht nur ein paar Würfel haben sich gewechselt, die Anzahl der Augen hat sich nirgends geändert. So, Länder ohne Ende. Aber mein Deck hat auch schon ein dickeres Ende, das heißt, zu wenig Länder wären jetzt auch nicht so der Bringer. Zwei, drei, vier, fünf Mana. Ja, ich kann zählen. Schöner Tell sollte man übrigens nicht machen, man sollte vorher nachdenken. Denn ich drehe gleich einen Mana zurück. Mein Gegner weiß, ich habe einen 5-Mana-Spell auf der Hand, sonst hätte ich nicht 5 getappt. Ist jetzt in dem Fall nicht ganz so wichtig, weil der Cast Draft einfach alles sein kann. Aber in der normalen Edition. Hier ist es ein fleischfressender Bolt. Fliegen, infizieren, opfere eine Kreatur, er erhält plus eins bis zum Ende des Zuges. Ja, infizieren ist jetzt nicht so die Strategie in einem Chaos Draft. Ich greife einfach mal an mit meinen Fliegern. Da kommen 3 Marken auf das Abkommen. Er ist inzwischen bei 5. Er hat wirklich keinen guten Block mit den Knight of Sozi. Das heißt, ich mache Schaden, er verhindert 5 davon. Kommen noch 5 durch von den 10, die da liegen. Geht auf die 16. Und es ist Fabians Zug. Da kommt ein Apotheker Novizin. Immer wenn ein Spieler einen weißen Spruch spielt, kann er eins bezahlen, bekommt ein Leben dazu.
Ist natürlich in dem Board State jetzt nicht so das, was man von oben ziehen möchte. So, er überlegt, wie er mich von 9 noch runterkriegt. Ist natürlich schwierig. Er greift mir den Knight von Susi an. Die haben Flanking, wir erinnern uns. Das heißt, jede Kreatur, die die Knights blockt, bekommt erstmal minus 1, minus 1. Das heißt, der Bolt ist nur noch minus 1, minus, ist nur noch 1, 1, Entschuldigung, er bekommt minus 1, minus 1. Ich opfere den Menschen Token, den ich noch da habe. Dann ist der Bolt 2-2. Und ich habe einen Trigger für den Krähenschwarm. Karte ziehen, kann danach eine abwerfen von der Hand. Das Land brauche ich nicht mehr. Das hätte ich nachher auch nicht ziehen wollen. Dann sterben die beide. Habe ich zwei Trigger für den Krähenschwarm. Noch ein Land, was ich nicht brauche. Und eine Karte, bei der ich mal nachdenken darf, offensichtlich. Azorius Arrester, der bringt jetzt auch nicht so erschreckend viel an dem Board State. Meine Handkarte ist besser. Fabian gibt den Zug ab an mich. Ich ziehe. Wir erinnern uns, ich habe definitiv noch einen 5-Drop auf der Hand. Das wissen wir noch von vorhin, als ich 5 Mana getappt habe. Das ist auch der, den ich nicht abwerfen wollte für den Azorius Arrester. Und genau der kommt jetzt ins Spiel. Der Luftkampfadler. Wenn er ins Spiel kommt, bekommt eine Kreatur plus 2, plus 2 und Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Fabian aktiviert clevererweise wenigstens noch die Fähigkeit vom Apotheker-Noviz. Er bekommt ein Leben wieder auf 17. Ich gebe den Stimmen der Provinzen plus 2, plus 2. Fliegen tut bei mir schon alles. Kommen wieder 3 Marken auf dieses Abkommen. Da hat er recht. Aber da kommt auch noch eine Menge Schaden durch. Das sind 12 minus 3, sind 9. Er geht auf die 8. Und ich spiele noch einen Coast Watcher. Ein 1-1 Flieger mit Schutz vor Grün. Ja, inzwischen ist das Board relativ aussichtslos für ihn. Dann kommt von oben ein Defender. Ein Verteidiger, Wächter des Beilbrecherwalds. Schön zum Fixen, wenn man noch ein paar Verteidiger hat. 0-3. Dummerweise macht er gegen das fliegende Board quasi nichts. Er greift an mit dem Recken. Das macht Sinn. Vielleicht kann er einen von den Fliegern in den Block locken. Ich lasse mich nicht drauf ein, gehe auf 7. Ich habe da genug Spiele, er hat keine Karten auf der Hand. Da habe ich nichts zu befürchten. Ansonsten muss man im Chaos Draft ja mit quasi allem rechnen. Zumindest aus den Editionen, die da im Pool waren. So. Ich bekomme den Zug wieder. Enttappe und mit ein bisschen rechnen fällt mir auf, dass es genau reicht. Na, der Coast Watcher muss im Rückblick nicht angreifen. Der erzeugt nur eine Marke. Aber ansonsten alle anderen greifen an. Er kann zwar 4 verhindern, aber das reicht genau, um die 8 zu nehmen. Ich gehe 1-0 in Führung und wir gehen ins Spiel 2. Fabian möchte wieder als erstes spielen. Dann kommen erstmal die 7. Ich bin mit meinem 7 zufrieden und keeper. Fabian fängt direkt an zu mischen. Das war wohl nicht das, was er wollte. Sechs Stück sind es dann noch.
Ja, mit denen ist er dann aber zufrieden. Da kommt diesmal ein Wald. Er hätte übrigens zwischendurch nicht gesideboardet. Nicht wundern, wenn das Deck anders aussieht. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Bei mir kommt eine Ebene. Ich gebe den Zug ab. Fabian spielt. Turm am Riss muss einen Mana tappen, wenn er ins Spiel kommt. Und ab dann kann der Turm am Riss eine beliebige Farbe machen. Also Fixing hat Fabian wirklich im Überfluss. Ich spiele eine Insel und gebe den Zug wieder ab. Hier hat er vergessen zu ziehen. Das ist mir auch erst jetzt beim Videobearbeiten aufgefallen. Vermutlich zu erfreut, die Älteste aus Lammholz zu spielen. 1-2 Kreatur auf der Vorderseite, die Großmutter aus dem Märchen. Ist ein Werwolf, wenn ein Spieler keinen Spruch spielt. Dann dreht er sich um und auf der Rückseite zieht er, glaube ich, eine Karte, wenn er Kampfschaden macht. Aber ich glaube, das kommt nachher noch. Ich spiele die Kitchen Finks, Küchenhutzel. Persist, wenn sie sterben und sie hatten keine -1/-1 Marke, kommen sie mit einer wieder. Und immer wenn sie ins Spiel kommen, bekomme ich 2 Leben. Gehe also auf die 22. Sehr gute Kreatur. Da kann ich akzeptieren, dass sie nicht fliegt. Nicht umsonst wird die Karte auch in diversen Formaten, wie zum Beispiel Modern, gespielt. Und ist nun eine Ankamme. So, Fabian checkt seine Hand. Hat kein Play. Das ist ja an sich nicht schlecht, weil jetzt wird das nämlich zum Silberpelz-Werwolf, wenn der Kampfschaden einem Spieler macht. 4-5. Dann zieht er eine Karte, der Fabian. Das ist jetzt Turn 4, keine schlechte Kreatur, um sie auf dem Board zu haben. Ich möchte ihn natürlich auch ungern zu viele Karten ziehen lassen. Wer weiß, was sich da in dem Deck verbirgt, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe ein viertes Land. Und Esper, Kormoran. 3-3 Flieger, Vanilla quasi. Aber 3-3 Flieger für 4 können nicht schlecht sein, habe ich mir gedacht beim Draften. Und ich gebe den Zug ab. So, Fabian hat noch einen Wald, von dem wir vorhin keinen einzigen gesehen haben. So, dann kommt der Silberpelz-Werwolf vorbei. Die Kitchenfinks-Küchenhutzel springen da mutig in den Weg. Der Fabian hat allerdings noch eine unnatürliche Räuberei. +1/+1 und Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Das heißt, der Werwolf trampelt über unsere armen Finks drüber. Sorgt dafür, dass ich Schaden bekomme. Ich bekomme allerdings auch 2 Leben wieder, wenn die Kitchenfinks zurückkommen mit Persist. Das heißt, ich gehe auf 21. Der Werwolf hat natürlich trotzdem Kampfschaden gemacht. Das heißt, Fabian zieht eine Karte. Gar kein so schlechter Move. Was aufgefallen ist im ersten Spiel, ich habe kein Removal gesehen aus Fabians Deck. Das macht mir die Entscheidung ein bisschen leichter. Jetzt das zu spielen, die Ritterehre. Kreatur bekommt +2/+2 Wachsamkeit und ich bekomme einen 2-2 Kreaturstein. Das kann manchmal nach hinten losgehen, diese Verzauberung. In dem Fall bin ich mir da relativ sicher, dass ich auf der guten Seite bin. Ich greife an. Der Kormoran ist inzwischen 5-5. Hat Wachsamkeit und die Finks steuern auch nochmal 2 Schaden dazu. Das heißt, Fabian geht auf 13 und jetzt ist die Glocke natürlich schon ganz schön am Laufen. Ich habe noch einen Jump-Blocker im Zweifelsfall da.
Der Silberpelz-Werwolf trampelt leider nicht. Leider für Fabian. Da kommt wieder ein Land. Ein Magus der Bibliothek erhöht Mana und kann Karten ziehen, wenn er genau 7 Karten auf der Hand hat. Das wird ein bisschen schwierig hier zu erreichen, insofern ist es ein relativ einfacher Mana. Eine ganz einfache Mana-Kreatur. Aber daran scheitert es ja bei ihm gerade schon nicht. So. Im Nachhinein fand ich Fabians Deck eigentlich ziemlich interessant. Für so einen Chaos Draft hat er ein ziemlich gutes Thema. Im Sinne von Schaden verhindern, Schaden vermeiden und Fixing zusammenbekommen. Was ihm ein bisschen abging, war der Finisher. Eins bei Finisher, die das Spiel dann nach Hause tragen. Inzwischen ist der Zug bei mir angekommen. Für 5. Für 4. Ach, ich und meine Tells. Ach, doch für 5. Kommt der Luftkampfadler wieder. +2/+2 Flugfähigkeit für eine Kreatur. Das ist in dem Fall der Wachsamkeit-Token, Menschen-Token, der jetzt 4-4 fliegend wachsam rüberkommt mit dem 5-5 wachsamen Kormoran. Das sind das 9 Punkte. Die hauen den Fabian runter auf 4. Ich muss nicht meine Kreatur dafür tappen, das ist nicht gut für ihn. Ich gebe den Zug ab. Jetzt braucht er schon ein halbes Wunde. Zieht. Spielt die Boros Elite, aber die machen jetzt auf dem Board natürlich nichts. Ich habe diverse Möglichkeiten, das Spiel zu finishen. Und gewinne die erste Runde. Fabian gibt's auf. Ich stehe 1-0 im Draft in den Runden. Und ich zeige euch bald die zweite Runde. Also schaut dann wieder rein.